Zwei Mann, ein Mord. Das Kriminalhaus in Hillesheim ist der perfekte Schauplatz für spannende Geschichten. Neben einer großen Bibliothek voller Krimis gibt es im Erdgeschoss allerhand Sammlerstücke aus der Welt der Detektive. Bei uns sind heute die beiden Schauspieler Jörg Schütt auf und Holger Umbreit. Herzlich willkommen. Hallo. Danke, hallo. Was erwartet uns denn heute Abend? Das wissen wir selber noch nicht so genau. Großer Spaß, hoffe ich, für uns beide, der sich dann gerne überträgt aufs Publikum. Das ist unsere Hoffnung. Ja, wir sind also kurzfristig da sozusagen dazugekommen. Der Kollege, der das veranstaltet, der hat uns gebeten, etwas aus seinem Portfolio zu lesen. Das sind verschiedene Kurzgeschichten. Und wir kennen uns da gar nicht so gut oder wir kannten uns nicht so gut aus. Jetzt ein bisschen besser, weil wir es zweimal gelesen haben für uns, die Strichfassung gemacht haben. Genau. Ich halte es für schwierig, dass zwei Leute mittendrin immer in der gleichen Geschichte drin rumwabern. Aber bitte, bitte, halt ich habe ja nichts Idee. Zu sagen. War seine aber Idee. Aber meine Idee ist immer schlecht für ihn und da meine Idee immer schlecht ist, deswegen machen wir es jetzt. Ja, das stimmt nicht. Auch. Der hat nicht die schlechtesten Ideen, aber die Umsetzung ist halt sehr fraglich. Also wir hoffen, dass wir viel Spaß haben. Mhm. Und Sie lesen oder schauspielern oder wie machen Sie das? Also ich lese und... Aber in der Hauptsache Schauspieler, er macht immer ein bisschen zu viel, das muss ich sagen. Ja. Ich muss dann also immer er übertreibt immer ein bisschen. Ja, ist schrecklich. Aber er hat so viel große Spiellust, weil er es definitiv permanent unterspielt. Ja. Und ich habe einfach nur die Schnauze voll und spiele gar nichts mehr und bin einfach so, wie ich bin. Und das ist dann eben auch das, was eigentlich ganz gut zusammenpasst. Ja. Der eine zu viel, der andere zu wenig, ist genau die Mitte. Genau da treffen wir den Ton. Deswegen passt das so gut. Ja, wir hoffen jedenfalls wirklich, dass es funktioniert. Aber wir sind ein bisschen aufgeregt. Wir wissen nicht so ganz genau, wie. Genau, es ist ja eine Premiere heute. Also wir haben es vorher noch nicht getestet. Nee, andere Sachen schon. Die laufen besser. Ja. Wollten Sie doch was fragen, um Gottes Willen? Nein, wir reden ja, ist ja ein Schwall hier. Ja, wie haben Sie sich denn eigentlich zusammengefunden, dass Sie beide das zusammen gemacht haben? Wir wurden gezwungen. Es ist eine Der Holger und Icke, wir kannten uns oder wir kennen uns mittlerweile 13 Jahre lang. Ja, mindestens, ja. Und relativ sporadisch, also am Anfang fanden wir uns an einem Set zusammen. Ja. Film. Er ist ja eine sehr, sehr kleine Rolle, ich eine wahnsinnig große Rolle. Unterschiedlich. Aber ein super Typ, dachte ich, so, hat Spaß gemacht, dem zuzuhören. Immer wieder gute Laune, das hat sich nicht geändert. Und weil man den ab und zu mal braucht als gute Launemann, ruft man ihn gelegentlich an. Und bei einem dieser Anrufe kam heraus, dass wir eigentlich Lust hätten, zusammen was zu lesen. Und dann habe ich ihm gesagt, was wir lesen könnten. Das hatte der innerhalb einer halben Nacht durch. Mhm. Hat mich dann am frühen Morgen sehr, sehr frühzeitig angerufen. Du, ich hab's durch. Ich find's gut. Wir machen das. Und dann haben wir das gemacht. Und dann ist das gut gelaufen. Aber das machen wir heute nicht. Nein, wir machen heute was anderes. Deswegen heute machen wir Krimi. Und Sie sagten ja gerade, Sie sind sehr aufgeregt, aber Sie haben sich bestimmt irgendwie vorbereitet. Wie sahen die Vorbereitungen dafür denn aus? Naja, wir haben also einmal, wann war es? Vorletzte Woche haben wir uns getroffen und haben dann am Tisch gearbeitet, gelesen, haben uns unsere Ideen zugeworfen. Es sind fünf verschiedene Kurzstücke oder sechs, die man uns angeboten hat. Davon haben wir dann drei genommen, sozusagen. Ja. Wahrscheinlich sind es zwei zu wenig, weil wir sind dann relativ schnell fertig. Ja, aber das macht ja nichts. Ja. Kurz in der Kürze liegt die Würze. Vielleicht sind die Leute froh, dass es vorbei ist. Kann auch sein. Könnte sein, das wäre schlecht. Vorstellen. Aber auf jeden Fall haben wir dann eben zusammen gearbeitet, dann liest man das durch, dann überlegt man, wie teilt man das auf, den Text, weil wir machen es ja zu zweit. Wenn man es alleine macht, ist es viel einfacher, die Vorbereitung. Man muss nicht überlegen, was sagt der andere, weil es gibt ja keinen anderen. Aber jetzt gibt es einen anderen und deswegen haben wir das dann so aufgeteilt. Ja. Und dann haben wir über Skype miteinander gearbeitet, FaceTime. Ja. Also wir haben eine tierische Investition in die Vorbereitung nicht so, gemacht. Genau geht. Also bei FaceTime hat es von alleine fast funktioniert. Das hat funktioniert, ja. Da hat das Handy gesagt, vielleicht an dieser Stelle eine kleine Produktplatzierung. Genau. FaceTime. Und das hat dann gut geklappt und jetzt fühlen wir uns sehr sicher, dass wir das machen können. Sicher. Nein, ich weiß nicht, sicher sind wir sicherlich nicht. Unsicher sind wir uns sicher. Ich bin etwas unsicher, weil ich die Strichfassung immer noch nicht ganz verstanden habe, wann ich was sage und wann er. Das kann lustig werden, kann aber auch sehr nerven und vor allen Dingen werden die Leute die Geschichte überhaupt nicht mehr verstehen. Ja. Weil wenn er sich dann übereinschaltet und irgendwie in deutlicher Rede spricht, wissen sie auch nicht, wer das jetzt sein soll. Ja. Also ich bin mal sehr gespannt und vielleicht ist es wirklich ganz schön, dass wir eigentlich sehr kurz unterwegs sind bei dieser Lesung. Wir schauen mal.
Wir sind ja im Moment hier in der Eifel, den Geburtsort quasi der regionalen Krimis. Was denken Sie denn, macht die Eifel so besonders oder so speziell passend für die Krimis? Also passend für die Krimis wüsste ich jetzt nicht. Als Sie gerade gefragt haben, was macht denn die Eifel so besonders? Für mich macht es oder ist was Besonderes, dass ich aus dieser Gegend komme. Ich nicht. Also ich komme aus dem tiefsten Westen und Jörg aus dem tiefsten Osten, wenn man so will. Vielleicht ist das auch das Schöne, dass das so passt. Und deswegen ist die Eifel was Besonderes für mich, weil es ist so ein Stück Heimat. Ich bin in Euskirchen groß geworden und habe dann später oberhalb von Bad Münstereifel mit meinen Eltern gewohnt, in einem ganz kleinen Dorf. Das war alles sehr prägend natürlich in dieser Zeit. Und naja, wenn ich mir so die Leute vorstelle, dann kann ich mir schon gut erklären, warum der Krimi eigentlich hier geboren wurde, der Regionalkrimi. Das sind schon manche Typen dabei. Aber ist ein Regionalkrimi nicht in sämtlichen Regionen regional geboren worden? Na klar, ja. Aber hier wahrscheinlich zuerst. Bist du sicher? Und dann vielleicht in Sachsen. Und dann irgendwann in England, dann ist das von Sherlock Holmes und so alles nach der Eifel gekommen? Ja, die Eifel war der erste Ort, wo kriminelle Handlungen stattgefunden haben? Ich glaube. Mensch, da setzt ihr aber jetzt was in die Welt. Da müsst ihr aber mal aufpassen. Sherlock Holmes war zu Besuch in der Eifel. Das weiß ich noch. Da warst du doch. Ja, ich sagte, Mensch, sag mal, was machst du denn hier? Und so, Mensch, ist ja schön, du hast ja schöne Haare, hast du ja gesagt. Toll. Hat er nicht auch irgendwie ganz wenig? Genau, ja. Und deswegen kamen wir ins Gespräch. Und ja, und so ein Blödsinn machen wir nachher. Aber die Eifel ist an sich, also was ich schon mitgekriegt habe, so 30 Jahre, ich sag mal, 30 Jahre ist die Macht. Ich weiß ja nicht, wann das gesendet wird. Kann ja sein, ja, bearbeitet das noch, der Schnitt und so weiter und so fort. In 15 Jahren wird das gesendet. Dann versteht keiner, was ich hier sage. Deswegen sage ich jetzt zeitnah. Da gibt es einen vielleicht schon gar nicht mehr, aber das ist ein anderes Thema. Das wollen wir nicht hoffen. Und die Eifel ist aber doch relativ, was ich so weiß. Richtig. Naja, es ist verdammt wenig, sage ich jetzt mal. Ne? Eifel klingt nach nicht so viel von allem. Viel Platz, wenig Leute. Schöne Landschaft ist es. Weite, schöne Landschaft. Wirklich schön. Aber auch überschaubar. Die Eifel ist eines der kleinsten. Gebirge, Mittelgebirge Deutschlands. Ja, das weiß ich nicht genau. So, dass man sie kaum zur Kenntnis nimmt. Also wenn man aus Thüringen kommt oder so, die wissen nicht, dass es eine Eifel gibt. Definitiv nicht. Ja? Nee. Die brauchen so lange, bis die aus Thüringen raus sind. Früher durften das sie sind ja nicht. Noch ganz andere. Das war ja auch das Problem. Früher durften sie ja nicht. Vielleicht ist die Eifel ein sehr kleines, bescheidenes Mittelgebirge. Übrigens sehr schön, also wenn man hier reinkommt, bei gutem Wetter. Also ja? Schön. Man denkt nicht zuallererst an Krimi. Ich sage, wer soll denn hier böse Taten? Es ist ja keiner. Eigentlich nicht. Hier ist ja keiner. Also, wir wissen es nicht, wenn wir ganz ehrlich sind. Wir wissen es einfach nicht. Hier ist auch keiner, der es irgendwie beobachten kann. Also wer Möglichkeit, das... Ja, genau. Ja. Oder auflösen oder sonst irgendwas. Es kommt überhaupt nicht raus, dass überhaupt was passiert ist. Ja? Ich habe Ideen. So ruhig, wie es hier ist. Also haben Sie keine Angst, dass aber Sie da... Aber diese Ideen liegen ja schon praktisch auf der Hand. Was haben wir hier, was wurde hier gedreht mit großem Erfolg? Ich sage Stichwort Hängarsch. Ja, genau. Zum Beispiel. Genau. Zum Beispiel. Spinnt, das war worüber regt sich die Kollegin immer auf? Weil eben diese ganzen Großverbrechen finden da nicht statt. Richtig. Wobei, da findet doch einiges statt, wenn ich das richtig erinnere. Auch richtig. Ja. Ja? Nee, ich übrigens durfte schon mal einen Film hier drehen, der hieß Arnis Welt. Kennt keine Sau, war aber sehr schön. Arnis Welt doch? Hat einen Grimme-Preis gekriegt, aber das ist meistens... Grimme-Preis, genau. Bei Dreisat versendet sich das gegen 23 Uhr. Ist das bessere Material sozusagen, aber eben nicht Mainstream. Deswegen, deswegen kennt man mich auch nicht. Ich werde immer 23 Uhr versendet. Weil 20.15 Uhr sind ja die anderen Nasen dran. Sie als Schauspieler, Sie haben ja auch oft die Möglichkeit, auf beiden Seiten des Gesetzes so ein bisschen zu spielen, mal als Täter oder als Kommissar. Wenn Sie sich entscheiden dürften, wären Sie dann lieber Marvel-Held oder lieber ein Superschurke? Also eindeutig ist bei mir wirklich tatsächlich, also der Täter ist die bessere Rolle. Ich bin schon oft in den... Ja, ist wirklich so. Also ganz rein, sagen wir mal vom Text... Dein Plot als Schauspieler, Kommissar, egal ob super geiler Typ oder Superheld oder herrliche Macke oder sonst irgendwas, du hast am Ende des Tages 95% deiner Texte sind Hände hoch, Waffe weg. Wo waren sie denn am Donnerstag? Mehr musst du nicht sagen letztendlich und musst du tun, als ob dich das interessiert, die Frage. Der andere darf lügen, spucken, tanzen, springen, fliehen, sich verstecken. Schlimme Kindheit gehabt, alles. Lügen, spucken, tanzen, springen, schwingen. Also immer wieder in einer schönen Schleife. Macht er immer wenn auch dasselbe, aber eben vielfältiger. Also der hast einfach schönere Möglichkeiten als Figur.
der Verbrecher zu sein oder von mir aus auch das Opfer, wenn sie nicht gleich am Anfang tot ist. Das ist dann ein bisschen langweilig. Aber der Detektiv, also ich naja, du hast ja recht. Also, und das auf Dauer. Täter ist immer interessanter, finde ich auch. Aber bei dir war es doch wirklich mal so, wenn ich jetzt nichts Falsches sage, dass du als einer der wenigen Tatortkommissare auch mal in einem Tatort ein Verbrecher warst. Erinnere ich das falsch? Ja, aber das war dann eben schon wieder Herrschaftsbeleidigung oder so. Das durfte ich nicht. Majestätsbeleidigung. Du kriegst auch, das ist auch eine Art Arbeitsverbot. Das darf man auch nicht sagen. Ich hoffe nicht, dass das öffentlich-rechtlich wird. Nein. Wenn du einmal Kommissar bist, darfst du in einem anderen Tatort nicht Täter sein. Aber du sagst dir dann, hey, verdammt, ich bin doch Schauspieler. Ja. Warum darf ich denn? Nee, das geht nicht, das darfst du nicht. Aber du hast oder einen Polizeiruf irgendwo. Ja, aus Versehen, ja. Die wollten das Ding anhalten. Aus Versehen hin und her, du hast es dann hatte ich schwarze Haare, kann man sich das vorstellen? Ich hatte plötzlich schwarze Haare und eine Brille. Man hat mich wirklich nicht erkannt. Und ich, hört deswegen. Man mich noch? Oder ist der Text etwas gedehnt? Geht er etwas gedehnt? Man hört nicht. Das ist ja straffes Handeln hier. Ja, aber tut gut. Uns leid. Jetzt müssen wir aber los. Aber also das waren, ne, du sagtest ja, welche Rollen, also die Fiesen. Aber nichtsdestotrotz, der Holger wäre auch ganz froh, wenn er mal einen Kommissar spielt. Ich würde, also, aber das auch wahrscheinlich würde ich es versuchen. Ja. Ich würde auch wieder gerne einen Kommissar, weil du hast einfach mal... Du könntest wir ja sein. Naja... Also es reicht, wenn wir jetzt hier auf dieser Couch und dann da unten lesen. Man muss es nicht übertreiben. Dann muss man nicht noch, nee. Also würden Sie auch gerne wieder Kommissar oder was spielen? Haben Sie im Moment irgendwas, an dem Sie arbeiten? Irgendwelche Projekte? Ja, immer. Ja. Können Sie da ein bisschen... Am Haus? Nein. Also rollentechnisch, ne? Ja, ja. Ich spiele gerade Theater. Also ich spiele gerade Theater in Hamburg am Ernst-Deutsch-Theater. Das macht sehr viel Freude. Was ihr wollt, eine klassische Komödie von Shakespeare. Und da haben wir viel Freude mit dem Publikum. Das mache ich allabendlich momentan. Und du? Und ich? Ich darf immer, weil sie jetzt entdeckt haben, dass ich irgendwie aus der Ehemaien komme und ganz viele Filme aus der Ehemaien offensichtlich ganz interessant zu produzieren sind oder ebenso und dann wird der Welt gezeigt, wie die Ehemaie war. Dann nimmt man mich als alter Ehemaier und der spielt dann einen Ehemaien, der von damals erzählen kann. Beziehungsweise also alter Stasi-Offizier oder was mache ich denn noch? Es sind gelegentlich auch wirklich ganz interessante Stoffe, die mal ein bisschen anders die Sache beleuchten als so 1:1 oder schwarz und weiß, sondern ein bisschen differenzierter und ein bisschen genauer, so wie ich das damals auch ein bisschen anders kenne. Aber das ist schwierig durchzusetzen, weil das versteht ja der Rest der Welt nicht, dieses Schwierige. Aber das werden wir vielleicht ändern. Man weiß es nicht. Wir wollen nicht zu viel erzählen. Ja. Wir wollen nicht zu viel erzählen. Ja, also gibt es auf jeden Fall was, worauf sich die Fans freuen können. Ja, Fans haben wir nicht mehr, aber ansonsten, also ein paar Leute gibt es schon noch. Mein Fan wird sich freuen. Die Verwandten und so, die wissen dann schon Bescheid. Ja. Ja, dann vielen, vielen Dank für das Interview, sehr dass gerne. Sie noch Zeit gefunden haben hier, bevor Sie uns ja, bitte, geht. Macht's gut. Viel Erfolg. Ich mache aus hier. Dankeschön. Klappe.